Yo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ja, ich habe seit längerer Zeit nicht mehr aufgenommen. Mir ist der Ton auch viel zu laut. Ton. So. Hier seht ihr eine Neuerung. Neue Grafikkarte und so. Für die Leute, die Knights of Pen and Paper nicht gucken. Da habe ich das gesagt, vielleicht mache ich noch ein Infovideo, wo ich das nochmal sage. Auf jeden Fall spielen wir die Kampagne jetzt weiter. Meine FPS sind immer noch bei 25. Und so. Aber egal. Gefährlicher Weg. Nehmen wir den Tratschlauf mit. Mission starten. Wenn das tatsächlich Valhalla war, ja? Woher wussten die alten Wikinger davon? Gab es früher mehr Tore? Oder welche, die immer da waren? Stina hat sogar davon gesprochen, dass die Menschen sich ursprünglich nicht auf unserer Erde, sondern hier entwickelt haben. Durch die Tore rübergelangt sind. Ich kann dazu nichts sagen. Ich lob mir eine Welt, in der das Schlimmste an Skulpturen ist, dass sie hässlich sind und nicht, dass sie mit der Waffe in der Hand auf dich losgehen. Mir ist überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken, dass es hier Zauberei gibt, die sowas möglich macht. Auf der anderen Seite, was hat es dem hinterfotzigen Heinrich genützt? Am Ende musste er sich unseren Waffen genauso geschlagen geben, wie ein Typ auf dem Jahrmarkt, der ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. Tja, der olle Heinrich. Und solltet ihr komische Geräusche hören, ich tue das an meinem Mikro nochmal. Denn ich versuche die passende Mikroposition zu finden. Bin ich froh, dass wir die Eiszeit hinter uns gelassen haben. Die unterschiedlichen Klimaverhältnisse hier sind faszinierend. Geht schon vor, Leute. Ich hau mich mal eine Stunde an den Strand. Lasst uns kämpfen. Lauf! Vorwärts! Sicher. Okay, jetzt habe ich hier in-game ein paar mehr FPS als im Hauptmenü. Ah, das ist das Argument. Genau, da kann ich jetzt gleich angreifen. Wollen wir spielen? Tun wir mal den Tratschelof ein bisschen. Was ist zu tun? Dem ist eine Armbrust, die so ein bisschen verpackt ist. Aber egal. Aber ja, sprich schnell. Eine kluge Entscheidung. Und ja, diese Musik gefällt mir hier gerade. Sprich schnell. Das hört sich gut an. Sprich schnell. Kluge Entscheidung. Hört sich gut an. Blitzschnell. Ja. Ja. Ja, schon wieder mit den Barbaren. Endlich. Mal wieder. Das gibt's doch nicht. Warum sind diese Kerle ständig vor uns da? Eine sehr gute Frage, die wir unbedingt im Kopf behalten sollten. Mich interessiert im Augenblick wesentlich mehr, was die Burschen schon wieder vorhaben. Kein Problem. Doch da! Ich habe eine Idee. Präzise! Sicher! Schnell! Sicher! Schnell! Ha! Wollen wir spielen? Ich bin dabei. Schnell! Schnell! Lauf! Oh, ich kann wieder aufstufen.
guter Gedanke. Und natürlich wird Bela aufgestuft. Was gibt's? Cold. Was ist zu Mann. Tun? Ich mach das. Vortreffliche Entscheidung. Allzeit bereit. Vortreffliche Entscheidung. Ich mach Dafür muss ich jetzt irgendwelche Tiere angreifen. Guter Gedanke. Ich mach das. Aber dass sie in solch tropischen Verhältnissen hier leben. Oder in tropischen Gebieten sich aufhalten. Das ist schon ein wenig seltsam. Stets bereit. Aber naja. Kann man nichts machen. Genau getroffen. Du machst Mikro ein bisschen her. Was hast du vor? Nein. Egal. Geht's los? Ich will kämpfen. Geht's los? Was hast du vor? Oh ja, das ist tot. Klar? Ich bin dabei. Na, alles klar? Was ist zu tun? Den Werkzeugkasten nimmt er mal. Sieht eigentlich richtig schön aus hier. Aber ja, was gibt's zu tun? Logisch. Was ist zu tun? Kluge Entscheidung. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Hört sich gut an. Nächste Aufgabe. Ja, hört sich gut an. Eine kluge Wahl. Eine kluge Wahl. Wie stellen die sich dann? Oh. Egal. Sie ist jetzt nicht einfach so eingestürzt. Na super. Fliegen oder schwimmen? Na, wir könnten eine neue Brücke errichten. Ja, in ein, zwei Monaten könnte das Ding schon wieder stehen. Tolle Idee. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Da muss ich dir ausnahmsweise zustimmen. Ausnahmsweise also. Okay. Vortreffliche Entscheidung. Wohl überlebt. Wohl überlegt. Eine ausgezeichnete Wahl. Vortreffliche Entscheidung. Eine kluge. Guter Gedanke. Ich finde den Weg. Eine kluge Wahl. Vortreffliche Entscheidung. Ich finde den Weg. Oha. Hier kann man Sachen, Sachen reparieren, weil es verbündet ist. Die Barbaren metzeln die Dorfbewohner eiskalt nieder. Schnell! Wir müssen ihnen helfen. Skorpion. Cool. Aber ja. Ich kümmere mich darum. Wieso gehen jetzt alle um den guten Tratschloch rum? Da sind doch jetzt einige gestorben. Auf jeden Fall. Also das ist gut. Hört sich gut. Logisch. Ich kümmere mich darum. Hört sich gut. Ich kümmere mich darum. Okay, gut. Danke für eure Hilfe. Ach was, wir sind froh, dass wir zur richtigen Zeit in der Nähe waren. Hey, das könnte zu einem alten Flugzeug gehören. Wo habt ihr das her, mein Freund? Vor langer Zeit erschien uns ein gewaltiger Vogel aus Eisen. Seine Flügel glänzten im Sonnenlicht. Schwer verletzt fiel er in den Dschungel. Viele nahmen sich ein Stück seines Leibes.
klingt wie ein Flugzeugabsturz. Das ist die Lösung. Was willst du denn mit so einem alten Wrack? Wir könnten es in einen Segelflieger verwandeln. Zumindest, wenn wir alle Teile auftreiben können. Klingt, als hätte ich meine nächste Aufgabe gefunden. Es wird nicht leicht, den anderen die Teile zu entreißen, aber wir helfen euch. Okay. Wie immer, Kalibrierung meines... Der Drachenclan muss weitere Haupthäuser bauen, um das Einheitenlimit zu erhöhen. Zu Diensten. Toll. Wir gehorchen. Wir gehorchen. Hier, euer Schmucks. Können nur zwei arbeiten. Zu Diensten. Arbeiten auch beide. Du sammelst Holz. Und euer Befehl? Baut ein neues Haupthaus. Habt ihr Kummer? Wissen ist Macht. Habt ihr Kummer? Ja, cool, jetzt habe ich den coolen Samurai. Wünsche? Bereit! Ausgezeichnet! Na, alles klar? Was gibt's zu tun? Sprengladung. Gebäude und eine Sprengladung versehen, jedoch explodiert es bei Zerstörung und fügt gegnerischen Einheiten nahen Umkreis Schaden zu. Cool. Stehe bereit! Raffiniert. Hört sich gut an. Das Tolle ist ja, ich kann hier Fallen bauen. Können nicht einfach so aufgedeckt werden. Das ist auch das Tolle. Habe ich einen Hafen? Ja, ich habe einen Hafen. Ja, die Barbaren kommen sicher nochmal zurück. Fischerbootfang bereit. Dann sollten wir ihnen ein paar unangenehme Überraschungen bereiten. Wir sollten die Gegend vom Wasser aus erkunden. Südlich von hier sollen sich ein paar Buchten befinden. Oh nein! Ihr dürft dort nicht hingehen! Ein Monster lauert auf alle, die sich der blauen Lagune nähern! Dieses Monster würde ich mir gern aus der Nähe ansehen. Der Drachenclan versteht sich hervorragend auf den Bau von Fallen zur Verteidigung. Die Fallen sind für Feinde unsichtbar, bis sie ausgelöst oder durch eine Spezialfähigkeit aufgedeckt werden. Wissen ist Macht. Ach cool, er kann sogar hier den Skorpion heilen, obwohl er eine mechanische Einheit ist. Ist ja super. Aber ja. Brauche ich Steine für. Okay, okay. Euer Befehl? Ich will euch warnen. Ich schweige und gehorche. Euer Befehl? Ich schweige und gehorche. Ah ja. Wir beobachten. Ich schweige und gehorche. Wir beobachten! Baut noch ein Reisfeld. Euer Befehl? Alles fließt. Habt ihr Kummer? Wissen ist Macht. Buddhas Lehren sind Friede und Liebe. Mitgefühl und Verständnis für deine Feinde. Steht im Haft. Darf ich diese dann auch heilen? Wie? Warum nein? Schade. Konfuzius sagt, sterb! Buddhas Lehren sind Friede und Liebe. Ihr habt meine Zustimmung. Darf ich die denn auch heilen? Wie? Nein. Naja. Beilagen bester Stahl, hundertfach gefaltet.
Ein Falschschwert sozusagen. Mit Ruhe und Gelassenheit. Super. Bereit! Bereit! Was soll ich tun? Tief durchatmen. Schließe die Augen. Konzentriere dich nur auf dein Ziel. Spanne die Sehne. Entspanne deinen Geist. Und wenn du treffen willst, mach verdammt nochmal die Augen wieder auf, bevor du schießt. Tief durchatmen. Schließe die Augen. Was für ein Spaß! Wir beobachten! Wir beobachten! In der Nähe liegt die Ferne. Der Höhevogel malt zuerst. Der Klügere lacht zuletzt. Eigentlich bin ich ja blind. Aber mein Militär haben gedacht, ich will mich nur vom Krieg drücken. Jetzt bin ich eben Kundschafter. Na bitte! In der Nähe liegt die Ferne. Wow. Wir sind vollgetan. Wir sind vollgetan. Jawohl! Hier ist die blaue Lagune und hier gibt es ein paar Murenos. Die hier. Die Monster sein sollen. Hör, was, da liegt doch noch was. Ah, da. Poseidons Schild. Euer Befehl? Das Schild ist Poseidon. Poseidon. Der legt immer gerne ein Ei. Rette die Wale. Wo sind die Fische? Ich fische seit Jahren. Wo sind die Fische bereit? Wo sind die Fische? Ich mache immer nur Reis an die Fische. Ein bisschen Soja dazu und Wasabi-Paste. Was? Den Butterdienst bereit? Das ist ja barbarisch. Ich mache immer nur Reis an die Fische. Kommandos! Leichtes Zündchen! Ich stehe euch zur Verfügung. Ach, ich werde hier angegriffen, okay. Was gibt's? Ich bin dabei. Wir sind vollgetankt. Kommandos! 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 Da haben sich unsere Techniker ja wieder was ausgedacht. Ein Feuerschiff. Tolle Idee. Kaum fängt es zu regnen an, sitzen wir da wie die Idioten und der Feind lacht uns aus. Da haben sich unsere Techniker ja wieder was ausgedacht. Ja. Kaum fängt es an zu regnen. Sitzen wir da wie die Idioten, der Feind lacht uns aus. Das ist so genial an. Och, 700 Steine. Schweige und gehorche. Und ja, ich finde das toll, das zu tun. Da mache ich das auch immer. Was ist zu tun? Immer wie blöd auf dieses, dieses Abbauen zu drücken. Und der Feind lacht uns aus. Wir sind vollgetankt. Werden verglüht. Sie werden verglüht. Wir sind vollgetankt. Sie werden verglühen. Hier gibt's so ein paar Barbaren auf jeden Fall. Oha, da oben sind Arbeiter. Der Barbaren hat 3. Stehe zur Verfügung. Oh cool, Gatling. Saurier, Reiter. In Bereitschaft! In Bereitschaft! Aktiviert! Selbst in dieser Welt entpuppt sich auch das fürchterlichste Monster als Aberglaube. Aber du musst zugeben, dass diese Biester ganz schön furchteinflößend wirken. Und das sollten wir für unsere Zwecke ausnutzen. Der Murenosaurus ist eine Seeeinheit, die sich ungesehen an Feinde heranschleichen kann. Zur Verfügung, Kommando! Okay, cool. Festung einleiten! Was wollt ihr? In Bereitschaft! In Bereitschaft! Aktiviert! Peng, peng! Baba, peng! Aktiviert! Peng, peng! Baba, peng! Wir sind vollgetan! Machen wir mal den Bunker so ein bisschen kaputt. Denn der Bunker ist ein Bunker. Und der Bunker muss kaputt gehen.